Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Zu den neuen Begriffen, die mit der Pandemie entstanden sind, gehört ja der Ausdruck, vor die Welle zu kommen. In der Regel wird damit dann festgestellt, dass man es nicht geschafft hat, rechtzeitig die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, sodass man der Welle hinterherläuft. Pandemiewellen sind nicht immer und nicht grundsätzlich vermeidbar, aber ihre Höhe hängt davon ab, was man wann macht. Und da muss man sagen, das Agieren der seit gestern nicht mehr amtierenden Bundesregierung und die Übergangszeit der Regierungsbildung, das wurde bereits gesagt, haben der Pandemie nicht gut getan. Es gab eine komplette Hängepartie, ein Debattenpingpong zwischen Freedom Day und Ausgangssperren und falsche bis unzureichende Maßnahmen. Die scheidende Bundesregierung hat es im Sommer konsequent versäumt, die nötigen Vorbereitungen zu treffen. Schlimmer noch, liebe Kolleginnen und Kollegen, sie hat diese notwendigen Vorbereitungen untergraben. Das Bundesgesundheitsministerium sorgte dafür, dass bundesweit Impfzentren geschlossen wurden, indem es den Geldhahn zudrehte. Die kostenlosen BürgerInnen-Tests wurden abgeschafft, mit der Folge, dass viele Testzentren schließen mussten. Obwohl längst klar war, dass alle Geimpften nach 6 Monaten eine Auffrischungsimpfung brauchen werden und dass die Impfung für Kinder und Jugendliche kommt, wurde zu wenig Impfstoff bestellt, was wir konkret zurzeit vor Ort in den Impfzentren, Stellen und Arztpraxen spüren. All das ist glücklicherweise inzwischen korrigiert worden. Die Impfzentren wurden wieder aus dem Boden gestampft, die kostenlosen Tests sind wieder eingeführt worden und beim Boostern wird jetzt Dampf gemacht. Die Ausgleichszahlungen für die Krankenhäuser werden wieder eingesetzt, aber es ist viel zu viel Zeit verstrichen, Strukturen wurden abgebaut und schon laufen wir wieder der Welle hinterher. Ich möchte nicht verhehlen, auch ich hatte die Hoffnung, dass dieser Herbst und Winter, der erste, in dem es ja Impfungen gibt, nicht so schlimm verlaufen würde. Uns allen bereiten ja die Impfdurchbrüche jetzt Sorgen und durch Omikron werden die vermutlich noch befeuert werden. Und trotzdem, Impfen schützt zwar nicht grundsätzlich vor Infektionen, aber in den meisten Fällen vor schweren Verläufen. Die Wissenschaft hat bereits im Sommer mit Modellierungen darauf hingewiesen, dass ohne eine gute Impfkampagne wieder hohe Hospitalisierungen erreicht werden könnten. Das RKI veröffentlichte schon am 22.07. einen Bericht mit dem Titel Vorbereitung auf den Herbst-Winter und mahnte an, dass eine möglichst hohe Impfquote durch aufsuchende, sozioökonomische Ungleichheiten berücksichtigende Impfangebote durch Impfstoffbereitstellung fürs Boostern und Kommunikation umgesetzt werden sollte. Die entscheidende Vorbereitung auf den Winter wäre also das Impfen gewesen. Welchen Unterschied das Impfen macht, kann man jetzt in der 4. Welle klar erkennen. Die 7 Bundesländer, wo die wenigsten Erwachsenen vollständig geimpft sind, sind auch die 7 Bundesländer mit den höchsten Inzidenzen. Deutlicher und anschaulicher kann nicht aufgezeigt werden, Impfen ist die entscheidende Verteidigung gegen die 4. Welle. Bremen spielt zumindest beim Impfen in der Bundesliga und zwar ganz vorne. Wir sind Impfmeister oder wie die FAZ am Sonntag titelte, Impfhelden. 93% der Erwachsenen in Bremen sind geimpft und 52% der 12- bis 17-Jährigen. Das ist eine großartige Leistung einer guten Gesundheitspolitik und einer linken Gesundheitssenatorin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Kollege Strohmann, weil Sie das gesagt haben, dass auch die Niedersächsinnen und Niedersachsen mit reingerechnet werden, das hat das BMG festgesetzt und wird durch die RKI-Berechnung bundesweit genauso berechnet. Das Gesundheitsressort hat das auch versucht, mit Niedersachsen abzugleichen und hat da kein Ungleichgewicht festgestellt. Insofern muss man hier nicht so ein Bild erzeugen, dass da irgendwie eine Schräglage durch die Berechnung erzeugt wird. Auf das, was wir in Bremen haben, als Bundesmeister im Impfen können wir stolz sein und, liebe Kolleginnen und Kollegen, darauf können wir uns gleichzeitig aber nicht ausruhen. Denn auch hier sind die Krankenhäuser belastet. Noch nicht überlastet, wir können sogar Covid-Patientinnen und Patienten aus anderen Bundesländern aufnehmen, aber auch die hiesigen Krankenhäuser kommen wieder in eine Lage, dass sie sich auf eine weiche Triage einstellen müssen. Und ich sage ganz deutlich, das Verschieben von elektiven Operationen ist kein Hebel, den man mal eben so umlegt. Da stehen Patientinnen und Patienten dahinter, die auf nötige Behandlung warten. Woanders ist die Lage ja noch viel dramatischer. In einigen Landkreisen, insbesondere in Sachsen, Bayern und Thüringen,
machen Covid-PatientInnen mehr als die Hälfte der IntensivpatientInnen aus. Dort sind die Stationen so überlastet, dass IntensivpatientInnen von der Bundeswehr umverlegt werden müssen, ein alarmierendes Zeichen für die Belastung des Gesundheitswesens. Und auch ein anderer Umstand muss massiv Sorgen bereiten. Der stille Berufsausstieg von vielen Pflegekräften, es wurde sogar von Flexit gesprochen. Eine Abfrage der linken Bundestagsfraktion bei der Bundesagentur für Arbeit aus März ergab, dass 9000 Pflegekräfte den Beruf während der Pandemie aufgegeben haben. Sie sind die Berufsgruppe mit den meisten Covid-Infizierten und den meisten Corona-Toten. Die Pflegerinnen und Pfleger auf den Normal- und Intensivstationen sind am Limit und arbeiten am Rande der Erschöpfung oder darüber hinaus. Die Belastung war ja schon vor Corona immens und durch die Pandemie ist sie für einige unerträglich geworden. Sie können sich von Applaus nichts kaufen und die von der Ampel angekündigte Fortsetzung des Pflegebonus wurde für dieses Jahr erstmal ausgesetzt. Ein meiner Meinung nach fatales Signal. Die Politik kann sich aber auch mit einem Bonus nicht von der Verantwortung entbinden, zumutbare Arbeitsbedingungen zu schaffen. Und dazu gehört zurzeit eben dafür zu sorgen, dass die Intensivstationen nicht mit vermeidbar schwer Erkrankten voll sind. Das schulden wir den anderen Patientinnen und das schulden wir auch den Pflegekräften. Und vermeidbar schwer Erkrankte sind eben die Erwachsenen, Ungeimpften, ohne andere Hindernisse, die eine Inzidenz von in Bremen über 700 aufweisen, im Vergleich zu einer 7-Tage-Inzidenz von 136 bei den geimpften Bremerinnen und Bremern, die im Falle einer Infektion auch noch statistisch schwerere Verläufe haben, also die Ungeimpften, und mehr Menschen anstecken können. Wir haben momentan primär eine Welle der Ungeimpften, nicht nur, aber im Wesentlichen. Das leitet mich zu der Frage der Impfpflicht. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht soll ja kommen. Ich finde das einerseits nachvollziehbar, denn dort wird mit den vulnerabelsten Personengruppen gearbeitet. Und andererseits hat es meiner Meinung nach eine Unwucht, gerade und möglicherweise ausschließlich diejenigen in die Pflicht zu nehmen, die bisher die größte Leistung in der Pandemie erbracht haben. Ich finde schon, nicht nur der Staat, sondern auch jeder und jede Einzelne hat eine Verantwortung für das Gemeinwesen. Impfen ist Solidarität und es ist nun mal so, dass bei 9 von 10 Neuinfektionen Ungeimpfte involviert sind. Ich sage das nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, sondern das sind nüchterne wissenschaftliche Fakten. Ich persönlich kann mir daher auch eine allgemeine Impfpflicht vorstellen. Zum einen, weil ich denke, dass bestimmte Kreise anders nicht erreicht werden. Zum anderen, weil ich es für urlinks halte, das Recht des Individuums nicht über das Recht der Allgemeinheit zu stellen. Und es sieht so aus, dass wir ohne ausreichenden Impfschutz, übrigens auch weltweit, darauf hat Kollege Fecker hingewiesen, aus der Pandemie nicht rauskommen werden. Mit dem Virus werden wir leben müssen. Aber pandemische Zustände können wir gerne hinter uns lassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte hier jetzt keine Grundsatzdebatte um die Impfpflicht führen, zumal es da bei uns wie bei allen anderen Parteien ja auch unterschiedliche Haltungen gibt. Der Bundestag wird ja auch darüber abstimmen und die Abstimmung wird nicht grundlos freigegeben vom Fraktionszwang sein. Es ist ja schon auch einigermaßen paradox, die Debatte aus Bremen heraus zu betreiben mit unserer 93% Impfquote unter Erwachsenen. Und von einer Impfpflicht für Kinder hat ja wirklich niemand gesprochen. Es gibt ja auch berechtigte Fragen hinsichtlich der Impfpflicht. Sie ist ein tiefer Eingriff in individuelle Rechte. Und der Hinweis, dass alle milderen Maßnahmen ausgeschöpft sein müssen, der ist ja richtig. Die Debatte um eine Impfpflicht würden wir aber gar nicht erst führen, wenn alle Bundesländer die Bremer Impfquote hätten. Und dass das nicht so ist, das ist auch kein Zufall. Viele Kommunen in Sachsen haben noch nie einen Impfbus gesehen. Es gibt Menschen in den ländlichen Regionen, die in die nächste Kreisstadt fahren müssen und da dann teilweise wieder weggeschickt werden, weil die Impfzentren keinen Impfstoff haben. Wenn man MultiplikatorInnen in Communities suchen will, dann ist das dort vielleicht nicht unbedingt der alevitische Kulturverein, sondern der Schützenverein. Aber die Aufgabe ist dieselbe, Menschen in sogenannten Peer Groups oder auch in Einrichtungen wie Kitas zu finden, die für das Impfen werben und dafür Menschen ansprechen, das Impfen so einfach wie möglich zu machen. Es muss ja nicht gleich ein Impfpalast sein wie in Bremen am Brill, aber die Angebote und die Methodik, die ist die gleiche und die funktioniert auch woanders.
Mit einer solchen Impfkampagne kann man bestimmt auch im Erzgebirge oder am Bodensee noch Menschen erreichen. Es gibt aber auch die entschiedenen Impfgegner. Es gibt die Szene der harten Corona-Leugner, EsoterikerInnen, durchwandert von Reichsbürgern und Nazis. Sie hetzen mit den widerlichsten antisemitischen Symbolen, stellen demokratische Institutionen in Frage und bedrohen PolitikerInnen und Politiker. Sie werden weder mit Argumenten noch mit Angeboten zu überzeugen sein. Der richtige Umgang damit, meiner Meinung nach, ist, diese Position klar isolieren. Man muss es benennen als das, was es ist: rechtsradikal, brandgefährlich und demokratiezersetzend. Ich glaube, hier findet eine gefährliche Radikalisierung und Vermischung verschiedener Szenen statt, die uns noch länger beschäftigen wird als die Pandemie, so befürchte ich. Und diejenigen, die Fackelaufmärsche vor Privathäusern, wie bei der sächsischen Gesundheitsministerin, vollführen, die den Holocaust relativieren oder kein Problem damit haben, zusammen mit Neonazis auf die Straße zu gehen. Sie brauchen das gesellschaftliche Stoppschild und das Signal, dass so etwas nicht toleriert wird, dass es keine Meinung ist unter vielen, sondern falsch, strafbar und nicht anschlussfähig. Für die Pandemiebekämpfung sind diese Teile der Bevölkerung auch ein Teil des Problems, das wir jetzt gewissermaßen alle mit ausbaden. Das Auslaufen der pandemischen Lage mitten in der vierten Welle war vor diesem Hintergrund eine deutliche Fehlentscheidung und ein kontraproduktives Signal. Das spricht nicht dagegen, das Infektionsschutzgesetz so zu ändern, dass bestimmte Maßnahmen ausgeschlossen werden, zum Beispiel Ausgangssperren oder Schulschließungen. Auch wir finden, das muss nicht wieder sein. Denn auch wenn wir bei Kindern zurzeit hohe Inzidenzen haben, so sollen sie nicht wieder diejenigen sein, die als erstes geschlossen und eingeschränkt werden, zumal sie selbst ein sehr niedriges Risiko durch die Infektion haben. Zudem werden sie auch häufiger getestet als andere Altersgruppen. Aber auch für Kinder müssen bestimmte Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Ich denke da auch an den Kita-Bereich, wo Verdi gestern gefordert hat, dass die Rückkehr von genesenen Kindern einen offiziellen und keinen Selbsttest vorlegen sollten, oder auch an mehr Luftfilter in Kindertagesstätten. Die Maskenpflicht in den Schulen aller Jahrgänge hat uns als Linksfraktion auch geschmerzt, denn Grundschulkinder stecken das nicht einfach so weg. Abhängig von der Inzidenzentwicklung ist für uns eine weitere Fortführung daher auch noch offen. Es ist gut, dass mit dem geänderten IFSG das Missverhältnis zwischen Gesellschaftsbereichen ein Stück weit gerade gerückt wird. Homeoffice-Pflicht und 3G für Betriebe ist ein notwendiger Beitrag dazu, die jetzige Welle zu brechen. Allzu lange haben die Schulen überhohe Belastungen in der Pandemie getragen, weil andere Bereiche nicht bereit waren, ihren Beitrag zu leisten, namentlich die Betriebe. Dass hier endlich nachgestellt wird, ist ein überfälliger Fortschritt. Und Kollege Strohmann, dieser Schritt kann auch noch weiter getan werden, denn entgegen Ihrer Ausführung gibt es keine allgemeine Maskenpflicht in Betrieben, auch nicht da, wo Kundenkontakt herrscht. Heute Nachmittag tagen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder mit dem neuen Bundeskanzler Scholz. Weitere Corona-Maßnahmen sind nicht ausgeschlossen und möglicherweise auch unumgänglich. Hierbei müssen sowohl regionale Unterschiede beim Pandemiegeschehen berücksichtigt und gleichzeitig ein Korridor an Bundeseinheitlichkeit gewahrt werden. Denn zu große Widersprüche untergraben die Glaubwürdigkeit politischer Entscheidungen und damit auch ihre Akzeptanz. Wir hatten genug Zickzackkurs mit Auslaufen pandemischer Lage, Impfzentrenschließung, kostenpflichtiger Test, völlig verschlafener Boosterplanung und dann alles wieder zurück auf Start. Und wir hatten vor einer Woche noch die Situation, dass in einigen Kommunen Bayerns Ausgangssperren gelten und Intensivpatientinnen verlegt werden mussten und gleichzeitig in Köln 50.000 Fußballfans im Stadion zusammenkommen. Das passt nicht zusammen, liebe Kolleginnen und Kollegen, und ich hoffe, dass die jetzt amtierende Ampelregierung endlich ins Handeln, und zwar ins richtige Handeln, kommt. Von Bremen kann die Bundesrepublik ja etwas lernen, und ich hoffe, dass mit Sarah Riglewski als Staatsministerin im Kanzleramt, unter anderem für die Bund-Länder-Koordination, der ich an dieser Stelle nochmal herzlich gratulieren möchte, Bewährtes besser in die Breite getragen wird. Es müssen aber nicht nur Akutmaßnahmen ergriffen, sondern auch strukturelle Stellschrauben gedreht werden, zum Beispiel gegen die Pflegekrise. Seit Monaten hört man mit Applaus, allein ist es nicht getan. Damit, das zu sagen, ist es aber auch nicht getan.
Es wäre ein leichtes für die Ampel, bei den Änderungen am IFSG auch das Tarifvertragsgesetz mitzuändern. Nämlich so, dass für Branchen, die für die allgemeine Daseinsvorsorge von kritischer Bedeutung sind, die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen auch ohne Zustimmung der Arbeitgeberseite erklärt werden kann. Das würde die Gehaltssituation von fast 2 Millionen Pflegekräften schlagartig ändern und es wäre erstmal ein Schritt, der zeigen würde, es ist uns ernst mit der Aufwertung der Pflege. Auch die Anerkennung von Covid als Berufskrankheit muss erleichtert werden. Die Nachweispflicht des Indexpatienten, bei dem sie sich angesteckt haben, verkompliziert das Verfahren ungemein und führt zu viel Frust, wenn man unter hohem Risiko und großer Belastung bei anfangs unzureichender Schutzausrüstung in der Klinik arbeitet, dies aber nicht als berufsbezogenes Risiko anerkannt wird. Zu den strukturellen Maßnahmen gehört auch die mindestens partielle Abschaffung der DRGs, die eine rein betriebswirtschaftliche Logik ins Gesundheitswesen gebracht haben, der Ausbau und Aufrechterhaltung tragfähiger Strukturen des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Die Akutmaßnahmen und strukturellen Reformen sind jede für sich eine Großbaustelle, zusammen sind sie eine Mammutaufgabe. Ich wünsche der neuen Bundesregierung, den Ländern und uns allen als Gesellschaft gutes Gelingen. Es geht um viel. Dankeschön.